Hallo und willkommen zurück zu Shininyas Let's Plays. Ich befinde mich in dem Spiel One Piece Unlimited World Red und bin gerade in Transtown. Und unser nächstes Ziel ist es, aufzubrechen und nach Redfield zu suchen. Und dazu haben wir wieder ein neues Gebiet. Und ich nehme natürlich Ruffy mit und dann einer von denen, die am schlechtesten sind. Was in meinem Fall... Nehmen wir mal Zorro und... Jetzt komme ich gar nicht auf ihren Namen. Robin. Mann, Mann, Mann. Episode 5. In aller Freundschaft. Mit den Türmen da hinten sieht das aus wie das Gebiet, wo man eigentlich hier Chopper her hat. Dieser Ort. Na, fällt mir vorher ein, wie es heißt. Ich komme nicht drauf. Das ist mein Heimatort. Die Kirschblüten. Wo sind sie geblieben? Die Kirschblüten des Doktors. Gehen wir in die Berge. So. Die Karte sieht relativ linear aus, aber es gibt ein paar Abzweigungen. Und wir haben ja schon mitbekommen, dass wir immer wieder mal vor einer magischen Barriere stehen, an der wir nicht weiterkommen, außer wir haben das entsprechende Codewort. Aus diesem Grund werde ich auf jeden Fall alles, was ich an Abzweigungen finde, tja, mir angucken. So wie hier findet man dann auch ein paar... Okay, das ist mein Deko. Ein paar Schatzkisten und auch Gefieder. So, Netz. Das war... Halt mal nicht so. Jetzt habe ich es. Ah, B. Okay. Schon wieder 3 Wochen, dass ich das gespielt habe. Gefangen! Und kein Bonus. Tadam. Den haben wir aber schon mal gehabt. Arzthorn ist ja. Egal. Da ist so ein kleiner Zipfel. Da kommt bestimmt nur ein Charakter hoch. So wie Ruffy. Oder man springt einfach. Jet, du bist tot. Da unten ist noch eine Abzweigung und da gucke ich auch noch lang. Ich habe in letzter Zeit ja wieder auf das... meine Animes geguckt, Naruto, One Piece und Fairy Tales, und ich finde immer noch nach wie vor, dass Robins Stimme sich anhört wie von Fairy Tales. Die Geschwister von Elf Nichan. Der mal sagt, wer ein echter Mann ist. So, hier liegt nichts, oder? Wie sind die hin?
Kammer. Was haben wir hier? Einen großen Holzblock. So, theoretisch müsste es hier weitergehen. Genau. So, der Weg scheint versperrt zu sein. Auf der Karte ist er auch gar nicht drin. Okay, na dann geht's ja nur hier lang. Wer wartet denn da? Ich werde auch nicht durchrennen, weil das hatten wir ja auch schon oft, dass man das manchmal Gegner Gruppen auch Wörter hinterlassen, Codewörter. Indem man dann hinterher wieder das ganze Beat durchläuft, um die Gruppe zu finden, die das benötigte Codewort haben, töte ich lieber alle, die ich finde. Gerade so eine großen Gruppen hier. Okay, aber die ist ja die Pflicht dran. So, das Geld noch einsammeln, bevor es weg ist. Das sind aber nur Peanuts. Aber der Kampf gegen Redfeed ist schwerer. Beziehungsweise vor allem der eigene Bosskampf gegen... Wie hieß der? Fischmensch, ich komme gerade nicht drauf. Hody Jones. Und gleich danach gegen Whitebird, das war ja richtig süß. Schon kaum Leben noch gab, weil der Kampf gegen Hody schon müde war und dann noch gegen Whitebird kämpfen zu müssen, der viel Flash Damage gemacht hat. Gut, dass er Zoro sagt, wo er lang muss, nicht dass er sich verläuft. Okay, bei dem Baum gibt es scheinbar nichts. Sind wir erstmal in der Stadt angekommen, da hinten ist auch wieder eine Angelstelle. Mitten in der Stadt Angreifer. Oh, mal eine Kiste. Den Schneemann kriegt er bestimmt auch kaputt. Yeah, Schmelzwasser. Ich gedacht, dass da drauf was ist. Aber es scheint auch eine Deko zu sein. Auf jeden Fall auch immer ein Auge offen halten, ob hier irgendwelche Sachen rumliegen, die bestimmte Charaktere noch können. Aber es sieht gerade nicht danach aus. Zumindest noch nicht. Bisher war es so, dass in jedem Gebiet es mindestens zwei Felder gab, die nur bestimmte Charaktere benutzen könnten. Sei es das zum Graben für Chopper oder diese Insektenfähigkeit von Usopp. Oder dass man mit Ruffy irgendwo hochklettern konnte. Ach, da haben wir einen Käfer. Ein Insekt. Ein Frosch.
hat eine Frucht. Zwei sogar. Eine reife rote und eine normale rote. So wie es aussieht, kann ich die Items nicht benutzen, solange Gegner in der Nähe sind. Dann muss ich die erstmal töten. Oh, da war scheinbar ein Feld für Fitchhopper. Tja, hätte mich auch gewundert, wenn seine Heimat nicht irgendwie was für ihn gewesen wäre. So, Kampf fertig. Jetzt kann ich fangen. Ui, 20 cm größer. Ich glaube, das war fast der Maximum Boni. Rotaugenwarzenkröte. Ich glaube, die hatten wir auch noch gar nicht. So, dann mal die Angel raus. Ich will es mal probieren. Ist bestimmt eh zu schwach. Das geht, ist schaffbar. Den kennen wir noch nicht. Eine Panzerkrabbe. Die sieht ja witzig aus. Nee, keine Kombo. Wird nur mal gucken, was hier gibt. Dann kann es auch weitergehen mit der Hauptquest. Wieder ein Kampf. Den kennen wir doch. Warpol, genau. Strohpiraten, willkommen. Hey du. Wer bist du nochmal? Wie kannst du mein Gesicht vergessen? Ich bin der große Warpol. Der wahre König von Drum. Ach ja, Drum Island. Ach ja, stimmt. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wirklich? Verzeihung, aber ich glaube, ich erinnere mich an ihn. Was redest du denn da? Wir kennen uns doch nicht. Wir sind uns nie begegnet. Du meine Güte, im Ernst? Juhuhuhu. Was darf es denn sein? Ich habe keine Skrupel, deinesgleichen vorzeitig ins Grab zu schicken. Brrr, alter Mund. Ich warne dich, Warpol. Ich bin viel stärker als bei unserer letzten Begegnung. Den schafft Chopper doch jetzt schon allein lang. So, ich habe jetzt meine ganze Energie verschwendet und ich habe Warpol nicht mehr getroffen. High Speed! Alter, wie schnell ich wieder Energie bekommen habe. Für jeden Treffer wahrscheinlich. So, Robin hat auch wieder ein bisschen was. Robin Special noch benutzen, wenn Warpol hier irgendwo ist. Wo ist er? Ah, da. Oh nein, ich wurde gefressen! Schaden gemacht. Mikro! Ja, wo die Dinger sind. Das macht natürlich Sinn. Nee, ganz schwer zu treffen mit ihr. Ich
krass, dass er trotzdem, obwohl er A angegriffen wird, dann gleich wieder rauskommt. Oh, waren es drei. So, will ich mal Ruffys Fähigkeit benutzen? Kein Gegner mehr da gewesen. Der nervt mit seiner Attacke im Boden. Das sah doch gut aus. Wird sie wahrscheinlich eh nicht treffen. Das ist klar. Idiot, große Klappe, nichts dahinter. Gib einfach auf. Auf dich haben wir es gar nicht abgesehen. Sag uns einfach, wo Red ist. Zeit für einen Spezialangriff aus dem Schneekönigreich. Pulverschneeaufbau. Idiot, ich habe mehr als nur ein paar Tricks auf Lager. Nicht so schnell. Lass ihn gehen, wir scheinen denselben Weg zu haben. Robin hat ein Level-Up.